Vielleicht sollte man das auch für die Erwachsenen einführen. Ne? So ein Vers jeden Monat, das wäre ganz schlecht. So, ja, es ist ein wunderschöner Tag. Es ist in der Gemeinde immer wunderschön. Hier strahlt immer die Sonne Gottes auf uns. Aber auch draußen strahlt die Sonne so ein bisschen durch den Wüstenstaub. Es ist herrlich warm, alles blüht und es ist eigentlich der ideale Tag, um mal ein bisschen spazieren zu gehen. Wir haben das heute Mittag auch vor, uns ein bisschen den Blütenweg entlang zu gehen. Es ist wunderschön und wie der Fritz schon gesagt hat, wenn man das alles sieht, dann kann man auch eigentlich nur an Gott denken und dankbar sein, was der Herr, was für einen wunderbaren Gott wir haben und was der Herr alles tut. Ja. Heute geht es wieder mal um Ordnung, also die Ordnungen Gottes. Wer mag Ordnung? Eigentlich die meisten von uns, ne? Ja. Ordnung ist was Angenehmes. Selbst die Unordentlichen unter uns müssen eingestehen, dass Ordnung doch was Schönes ist. Ordnung ist angenehmer. Es sieht schöner aus, ja, wenn ein Haus oder ein Zimmer ordentlich ist, dann sieht es einfach schöner aus. Ordnung sorgt für Klarheit, für Struktur. Könnt ihr euch vorstellen, wenn in einer Bücherei oder in einem großen Buchladen keine Ordnung wäre und die Bücher nicht nach Thema und alphabetisch sortiert wären? Könnte man lange suchen, bis man ein Buch findet. Ja? Ordnung gewährleistet geregelte Abläufe. Ja, könnt ihr euch vorstellen, wie der Verkehr ist ohne Regeln? Geht nach Manila, dann seht ihr das, dann könnt ihr es miterleben. Ordnung sorgt für einen geordneten Verkehrsfluss. Es steigert die Effizienz. Ja, wie wir auf dem Bild sehen, Ordnung ist das Gegenteil von Chaos. Und daher ist unser Leben auch voll von gewissen Ordnungen. Und auch Gott hat bestimmte Ordnungen vorgesehen, um Dinge schöner, angenehmer, klarer und effizienter zu machen. Der Begriff Ordnung löst generell positive Gefühle und Gedanken in uns aus. Und heute kommen wir zum dritten Teil der Predigtreihe Ordnungen Gottes. Mit einem Begriff, der das Wort Ordnung enthält, aber dann vielleicht doch nicht so diese schönen Gefühle hervorruft. Ups. Es geht um Unterordnung. Der Titel ist Unterordnung, die Macht der Demut. Ich möchte noch mit uns beten. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir für die wunderbare Weise, in der du die Dinge gemacht hast, Herr, dass du ein Gott der Ordnung bist. Und Herr, wir brauchen dich heute Morgen, Herr, wir brauchen dich, dass du zu uns sprichst. Herr, dass dein Geist deine Worte in unsere Herzen legt heute Morgen. Und darum bitten wir dich und wir möchten dir alle Ehre geben und alle Türen unseres Herzens auch öffnen. In Jesu Namen, Amen. Ja. Unterordnung, bei dem Begriff, da denken viele gleich an Ungleichheit, vielleicht auch an Unterdrückung. Aber das hat eigentlich nichts mit Unterordnung zu tun, sondern eher mit Machtmissbrauch. Durch Unterordnung stellt man automatisch eine Hierarchie her, in der man sich in den Dienst anderer stellt. Nun, ohne hierarchische Strukturen könnten Organisationen lange nicht so effizient funktionieren, wie sie das tun. Eine Firma braucht ein Management, ja, wo die Strategien und die Richtung vorgibt, braucht ein sogenanntes Mittelmanagement. Ja, das sind die Projektleiter, die Teamleiter, Abteilungsleiter und so weiter, die Projekte und die Leute organisieren
Und es braucht auch die Arbeiterebene, die letztendlich das bewältigen, was zu tun ist. Die Aufgaben verrichten. Bedeutet das aber, dass das Management wichtiger ist als die Arbeiter? Eigentlich nicht, weil alle Ebenen sind essentiell, damit eine Firma richtig funktionieren kann. Ja. Denn sowohl ohne das Management, als auch ohne das Mittelmanagement, als auch ohne die Arbeiter, kann das Unternehmen nicht richtig funktionieren. Nicht ordentlich funktionieren, um den Bogen wieder zurück zur Ordnung zu spannen. Und in der Gemeinde ist es genauso. Ja. Ohne Leitung würde die Gemeinde nicht so funktionieren können. Es gibt dann unterschiedliche Auffassungen, wie die Gemeindeleitung auszusehen hat, aber man ist sich einig, dass man eine Leitung braucht, die bestimmte Dinge vorgibt. Und ich möchte nochmal ausdrücklich hervorheben heute Morgen, dass Rang oder Position überhaupt nichts mit Wichtigkeit zu tun haben. Ja? Ob du in der Gemeinde der Pastor, der Älteste, der Lobpreisleiter oder irgendein anderer Abteilungsleiter oder im Kinderdienst oder was auch immer bist oder einfach nur Mitglied bist oder Gast, vor Gott sind wir alle gleich. Da gibt es keinen Unterschied. Wir sehen das zum Beispiel in Römer Kapitel 3, Verse 22 und 23. Da steht, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Wir sind alle gleichermaßen Sünder und verfehlen die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Somit sind wir auch alle in gleichem Maße abhängig von Gottes Gnade, die wir nur durch Jesus Christus empfangen können, um errettet zu sein. In Kapitel 2, Vers 11 steht, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Das steht gleich mehrfach in der Bibel drin, in unterschiedlichen Büchern. Gott schaut nicht auf deine Position, dein Geschlecht, deine Hautfarbe, deine Herkunft oder sonst irgendwelche Äußerlichkeiten. Gott schaut in unser Herz hinein. Als wir auf den Philippinen waren, da konnten wir mit vielen Menschen sprechen, auch mit einfacheren und ärmeren Menschen. Und wenn man mit denen ins Gespräch kommt, dann haben sie immer Sir zu mir gesagt. Sir dies, Sir das, Sir, Sir, Sir. Und dann habe ich gesagt, hey, Kuya, das heißt Bruder auf Tagalog, ja. Auch wenn ich eine weiße Hautfarbe habe, auch wenn ich mir vielleicht mehr leisten kann als du, das macht mich nicht höher oder besser als du. Sag Sven zu mir. Ja? Und dann sind sie erstmal ein bisschen verschlutzt. Okay, Sir, Sven. Auch wenn uns Gott unterschiedliche Positionen zuteilt, unterschiedliche Berufungen gibt, unterschiedliche Aufträge gibt, sind wir trotzdem alle vor ihm gleich. Und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Philipper 2, Verse 5 bis 8, da steht, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz.
Jesus ist unser Paradebeispiel. Ihm sollen wir nacheifern, der, obwohl er Gott ist, sich erniedrigt hat, sich untergeordnet hat, und zwar bis zum Tod. Eine größere Unterordnung kann es gar nicht geben, als dass man bis zum Tod hin gehorsam ist. Matthäus 20, Vers 28, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, denn sein Leben zu geben und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus Christus hat sich freiwillig untergeordnet. Der musste das nicht tun. Das war für ihn keine Pflicht. Und so sollten wir es auch tun. Die Dreieinigkeitslehre besagt ja, dass wir den Vater, Sohn und Heiligen Geist haben, die alle drei ein Gott sind, die alle drei gleich sind und doch drei unterschiedliche Personen. Keiner der drei ist größer, höher oder mächtiger als die anderen zwei, aber trotzdem hat sich Jesus dem Willen des Vaters untergeordnet und ordnet sich auch der Heilige Geist dem Willen des Vaters und Jesu unter. Unterordnung ist der Wille Gottes, auch für uns. Nun haben wir vor zwei Wochen erst über absolute Freiheit gesprochen, die wir in Jesus Christus haben. Und das ist auch kein Widerspruch, weil wir haben diese Freiheit und wir sind nicht verpflichtet, uns unterzuordnen, genauso wenig wie Jesus verpflichtet war, sich unterzuordnen. Aber wir können uns aus freiem Willen oder sollen uns aus freiem Willen heraus unterordnen. Genauso wie es Jesus getan hat. Und darin steckt nicht nur Gehorsam Gott gegenüber, sondern darin steckt auch eine Macht. Die Welt sagt uns, dass wir uns nicht unterordnen sollen. Dass Unterordnung erniedrigend ist. Aber Gott in seiner Weisheit, die so viel höher ist als unser eigener Verstand, hat es umgedreht. So wie geben seliger denn nehmen ist, was ja auch nicht logisch in unserer menschlichen Logik ist, so ist dienen seliger als herrschen. In Matthäus 20, Vers 16a steht: So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Markus 9, Verse 33 bis 35. Und er kam nach Kapernaum, und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie: Was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen: Wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Ja, Gott hat es entgegen aller unserer Logik umgedreht. Die Jünger haben das gemacht, was menschlich ist. Ja, sie haben nach menschlicher Weisheit miteinander diskutiert, wer unter ihnen wohl der Größte ist. Wer hat am meisten für Jesus getan? Ja? Wer kennt die Bibel am besten? Wer betet mehr als die anderen? Wer ist öfter in der Gemeinde? Wer gibt mehr Geld? Wer hat die meisten Geistesgaben? Wer hat die höchste Position? Das sind so die menschlichen Sichtweisen, die wir haben, um uns höher oder niedriger zu betrachten.
Und Jesus sagt, der, der sich unterordnet, der der Letzte ist und allen dient, der ist der Größte. Jetzt gibt es natürlich auch Christen, die dienen, um sich selbst zu erhöhen. Ja, so, wisst ihr, in meiner Demut, da habe ich Bruder so und so die Füße gewaschen und ich habe für so und so gebetet und ach, ich bin ja so gut. Das ist aber keine echte Demut. Das ist eine falsche Demut, das ist Unterordnung als Fassade, wenn man sich in Wirklichkeit aber über andere stellt. Jesus spricht hier von Dienen aus Gehorsam Gottes, aus der Motivation des Gehorsams. Dienen, weil man weiß, dass man ohne Jesus genauso verloren ist wie der Nächste. Dienen, weil man weiß, dass man vor Gott keine Bohne besser ist als alle anderen auch. Weil man weiß, dass Jesus gekommen ist, um zu dienen. Und weil er, der der Höchste ist, uns dient, die wir es doch am wenigsten verdient haben. Und ich möchte heute Morgen 4 Fälle nennen, wo Gott von uns möchte, dass wir uns unterordnen, beziehungsweise dass wir dienen. Der erste Fall, und das ist auch das, was uns am einfachsten fällt, ist, dass wir uns Gott und seinem Willen unterordnen. In Jakobus 4, Vers 7 steht, so unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Das ist die einfachste Unterordnung, sich einem perfekten Gott unterzuordnen, der einen gerettet hat, der einem das Heil geschenkt hat. Das ist noch relativ einfach für uns. Weitaus schwieriger ist es, sich unvollkommen und fehlerbehafteten Menschen unterzuordnen. Vor allem Menschen, die man nur schwer respektieren kann. Menschen vielleicht, die eingebildet sind oder unhöflich sind. Menschen, die vielleicht korrupt sind, ja, so schleimig sind ein bisschen. Menschen, die unfähig sind, die nichts auf die Reihe bringen. Sich so jemandem unterzuordnen, ist nicht einfach. Menschen, die irgendwie komisch sind, die irgendeinen Tick haben, die doof sind, die wir nicht mögen, aus irgendeinem Grund, ja, nicht leiden können. Solchen Personen gegenüber fällt es uns schwer, dann uns unterzuordnen. Weil das ja gleichzeitig bedeutet, dass man dem Gegenüber auch eine gewisse Macht über sich gibt, wenn man sich unterordnet. Man macht sich angreifbar zum gewissen Punkt. Und die Macht, die könnte missbraucht werden. Aber ich möchte nochmal Markus Kapitel 9, Vers 35 wiederholen. Als Jesus sich setzte und rief die 12 und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so soll er von allen der Letzte und aller Diener. Von allen der Letzte und aller Diener. Alle, das schließt auch diejenigen mit ein, die wir nicht mögen. Und so kommen wir zum zweiten Fall, wo Gott möchte, dass wir uns unterordnen, nämlich in unserer Gesellschaft und noch viel mehr, ganz besonders in unserer Gemeinde. Hebräer 13, Vers 17 steht, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Den Obrigkeiten unterordnen, ob in der Gemeinde oder außerhalb. Aber es geht noch weiter. In Epheser 5, Vers 21 steht,
ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Also nicht nur den Obrigkeiten, sondern uns gegenseitig. Und dieser Vers hier, der steht am Ende von 20 Versen, von einem Absatz. Und in meiner Schlachterbibel trägt dieser Absatz die Überschrift: Wandel in Liebe und Licht bedeutet, alles Böse zu meiden. Das heißt, 20 Verse lang geht es darum, einander zu lieben und bestimmte Dinge zu vermeiden. Unzucht, Irrlehren, Finsternis. Es geht darum, dass man die Dinge prüfen soll, dass man mit Sorgfalt wandeln soll, mit Weisheit, dass man Gott loben und danken soll in allen Dingen. Das ist alles die Auflistung. Und dann endet dieser Abschnitt mit diesem Vers: Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Das heißt, wir sollen uns unterordnen, weil Gott das so möchte, weil es Gott gefällt, wenn wir uns unterordnen, weil wir ihm dienen. Und auch wenn uns die Unterordnung manchmal unangenehm ist, wir sollten das aus Gottes Furcht heraus tun. 1. Petrus 5, Vers 5. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten oder Älteren unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut begleiten, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wir sollen uns den Älteren unterordnen, aber auch generell uns gegenseitig unterordnen. Warum? Weil Gott den Hochmütigen widersteht und den Demütigen Gnade schenkt. Darin liegt diese Macht, wenn man sich unterordnet, wenn man demütig ist, dass man Gnade von Gott empfängt, Vollmacht von Gott empfängt. Und dann kommen wir zum dritten und möglicherweise schwierigsten Punkt: Unterordnung in der Familie. Epheser 6, die Verse 1 bis 3. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Kinder sollen sich den Eltern unterordnen. Jetzt sind die Kinder schon weg, ne? Mist. Kinder sollen sich den Eltern unterordnen. Das steht zigmal in der Bibel, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Und das ist auch ziemlich selbstverständlich. Schwieriger wird es hier, wenn wir Kolosser sehen, Kapitel 3, Vers 18. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt in dem Herrn. Es gebührt sich im Herrn, dass sich Frauen ihren Männern unterordnen. Das hat Gott von Anfang an so vorbestimmt. Der Mann hat die Position des Oberhaupts in der Familie. Nicht, weil er es verdient hätte. Nicht, weil er so klug und so stark, so schön in allem. Hier wird es noch einmal präzisiert, dass Frauen sich in allen Dingen ihren eigenen Männern unterordnen sollen. Wir ordnen uns unseren Vorgesetzten bei der Arbeit unter. Auch wenn es die vielleicht manchmal unfähig sind. Aber das ist einfacher, weil wir erstens dafür bezahlt werden und zweitens, weil es nur die Arbeit betrifft. Aber sich dem Ehemann unterzuordnen, das betrifft das Privatleben. Und dafür werden die Ehefrauen auch nicht bezahlt, zumindest nicht in Form von einem Gehalt. 1. Petrus, Kapitel 3, Verse 1 bis 2. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen.
Hier deutet Petrus auf die Macht der Demut hin. Dass man die Männer gewinnen kann, wenn man als Frau so lebt. Und so wie die Firma oder die Organisation mit einer Hierarchie besser funktioniert, ja sogar die Dreieinigkeit eine Hierarchie hat, so funktioniert auch eine Familie besser mit einer Hierarchie. Da bleibt jetzt noch der vierte und letzte Fall, wo Gott möchte, dass wir uns unterordnen bzw. dienen, und das ist in Leitung. 1. Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Männer sollen als Familienoberhäupter ihren Frauen Ehre, oder das kann man auch mit dem Wort Achtung übersetzen, erweisen. Das heißt unter anderem den Willen und die Bedürfnisse der Frau respektieren und achten und ihr darin auch dienen. Und wenn wir Männer das nicht tun, dann verhindert das unsere Gebete. Dann kannst du kein guter Jünger Christi sein. Dann kannst du keine gute Beziehung mit Gott haben, wenn du deine Ehefrau nicht ehrst. Steht hier ganz klar. Paulus hat so formuliert, dass der Mann das Haupt der Frau ist, wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und das heißt, es genauso wie Christus kam, um der Gemeinde zu dienen und sich für sie hingegeben hat, so soll sich auch der Mann seiner Frau gegenüber verhalten. Oftmals denken wir, dass die schwierigere und undankbare Rolle ist, dienen zu müssen, dass es einfacher ist, zu leiten, als zu dienen. Aber wer in Leitung ist, hat auch Verantwortung und muss vor Gott Rechenschaft ablegen. Lukas 22, Vers 26. Ihr sollt aber nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Sagt Jesus, der Führende soll wie der Dienende sein. Das heißt, es ist zwar eine Hierarchie da, aber es ist trotzdem eine gegenseitige Unterordnung, ein gegenseitiger Dienst, der da sein sollte. Gottes Modell für Leiterschaft ist es zu dienen, statt zu herrschen. Ja, man ist verantwortlich, ja, man gibt Anweisungen, aber man dient denen, die einem unterstellt sind. Man hat zwar eine übergeordnete Position, aber man sieht sich nicht als besser oder wichtiger an. Ich habe da ein Beispiel, und zwar, viele wissen es vielleicht, ich habe in Australien eine Pilotenausbildung gemacht. Und nach der Pilotenausbildung, als ich gewartet habe, bis ein Job für mich frei wird als Pilot, da habe ich für BP gearbeitet. Kennt ihr BP, British Petroleum? Denen gehört auch Aral, die Tankstellen. Die haben in Australien auch ein großes Tankstellennetz und die hatten einen Test gemacht. Und zwar haben die an drei Gebieten getestet, einen Pizza-Verkauf, also ein Pizza-Franchise, innerhalb der Tankstelle zu haben. So einmal in Sydney, eins war an der Goldküste und eins war in Brisbane, da war ich dann drin. Und ich wurde dort als Manager eingestellt, um dieses Testprojekt ein Jahr lang zu leiten in Brisbane, in der Tankstelle. Und Teil davon war, dass ich eben auch geschult wurde, wie man so einen Pizzaladen managt.
Und ich kann mich noch genau erinnern, weil es hat mich sehr beeindruckt, was einem dort gezeigt wurde. Als Manager, ja, man sorgt dafür, dass alles vorbereitet ist. Man plant seine Mitarbeiter ein. Ich hatte damals 15 Mitarbeiter. Man sagt, okay, ihr seid an den Telefonen, ihr macht die Pizzas, du schneidest sie am Ende und ihr seid die Fahrer und fahrt sie zu den Kunden. Ja? Alles eingeteilt, alles vorbereitet, das ist die Verantwortung. Aber jetzt beginnt der Abend. Und da gibt es einen 2-Stunden-Block, so von 6 bis 8, wo unheimlich viel los ist, wo fast jeder bestellt. Ja, das geht langsam an und dann zwischen 18 und 20 Uhr geht es durch die Decke und dann nach 20 Uhr ist es wieder relativ ruhig. Und man kann nie vorhersehen, was genau passiert an dem Abend. Ich kann nicht genau wissen, wie viele Leute bestellen eine Pizza. Ich weiß auch nicht, welche Probleme haben die Fahrer. Geht vielleicht einem das Auto kaputt? Ich weiß nicht, gibt es Reklamationen? Macht irgendjemand einen Fehler und wir haben eine Kundenreklamation? Ich weiß nicht vorher, was da alles passiert. Und als die Aufgabe als Manager ist es, dann genau da einzuspringen, wo Not am Mann ist. Das heißt, wenn auf einmal ein ungewöhnlicher Ansturm am Telefon kommt und alle Telefone heiß klingeln, dann gehe ich als Manager ans Telefon und beantworte das Telefon. Und dann kommen die ganzen Bestellungen zu der Bank, wo die Pizzas gemacht werden. Ja? Und dann gehe ich dahin und helfe beim Pizzen machen. Und dann kommen so viele Pizzen durch den Ofen durch, dass der hinten nicht mehr zurechtkommt, die alle schnell genug schneiden zu können. Dann gehe ich dahin und helfe beim Schneiden und Einpacken von den Pizzen. Und dann schnappe ich mir ein paar Bestellungen, lade sie in mein Auto rein und fahre kurz weg und helfe die auszuliefern. Das ist der Job von einem Manager. So managt man einen Fastfood-Laden effizient, indem man dient an der Position, wo es gerade nötig ist. Ja, ich bin nicht der Boss, der über allem, also es sind einige, die machen das so oder viele sogar, die setzen sich irgendwo hin und gucken, dass alles richtig läuft. Aber das ist nicht so effizient. Effizient ist, da einzuspringen und da zu dienen, wo Not am Mann ist. Und genauso ist es auch bei Gott. So, und jetzt ist mein Handy wieder ganz an den Anfang gesprungen und ich muss suchen, wo ich war. Genau, jetzt. Sich unterzuordnen, das ist nicht einfach. Aber es ist Gottes Wille für uns alle. Und wenn wir uns einander gegenseitig demütig unterordnen, dann funktionieren wir nicht nur besser, auch als Gemeinde, sondern dann wandeln wir auch in der Macht Gottes. Ich möchte mit dieser Bibelstelle enden, Galater 3, Verse 28 und 29. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Da ist weder Jude noch Grieche. Das kann man beliebig fortsetzen. Da ist weder Afrikaner noch Asiate noch Europäer. Da ist weder Deutscher noch Russe noch Ukrainer noch Indonesier oder sonst irgendwer. Wir haben alle möglichen Nationen bei uns in der Gemeinde vertreten. Wir sind alle eins in Christus. Und auch wenn wir unterschiedliche Positionen haben, unterschiedlichen Rollen, die uns Gott gegeben hat, unterschiedliche Verantwortungsbereiche, lasst uns einander dienen, hier
in der Mosaikgemeinde Heppenheim. Uns einander unterordnen und zusammen so Gott verherrlichen und in seiner Gnade und Vollmacht wandeln, weil wir uns dann an seine Ordnungen halten. Und auch wenn es manchmal gegen unseren Verstand ist, die Ordnungen und die Weisheiten Gottes sind immer tausendmal besser und funktionieren tausendmal besser, auch wenn wir es nicht logisch erklären können. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, ich danke dir für deine Ordnungen. Herr, ich danke dir, dass du ein weiser und ein fairer und ein gerechter Gott bist und dass wir uns voll darauf verlassen können, Herr, dass du die Dinge richtig regelst, Herr. Ich danke dir so sehr für Jesus, für unser Beispiel, dass Jesus gekommen ist, um zu dienen, bis zum Tod. Herr, und so möchten wir auch dienen. Und Herr, es ist einfach, dir zu dienen, weil wir dich lieben und weil du so ein großer und so ein perfekter Gott bist. Aber Herr, es ist manchmal schwierig, uns gegenseitig zu dienen. Aber bitte gib du uns die Kraft. Gib du uns die Weisheit und die Kraft, demütig zu dienen und dir so wohlgefällig zu sein, Herr, dass du erhöht wirst, dass dein Name verherrlicht wird in unserem Dienst. Amen.